Warum steht am Beginn des Hochtouren-Grundlagenkurses die Ausrüstung? Naja, weil eine Hochtour in ihrer Sicherheit maßgeblich dadurch beeinflusst wird. Haben oder nicht haben, kann hier enorm entscheidend sein. Das bedeutet, bevor es in die Praxis geht, machen wir einen Ausrüstungscheck. Etwas Grundsätzliches vorweg. Man muss bei Hochtourenausrüstung ganz stark zwischen der Basisausstattung und den eventuell notwendigen Gegenständen unterscheiden, die dann nochmal zusätzlich mitgenommen werden müssen. Das hängt natürlich ganz stark von der Tour selbst ab. Wer beispielsweise oben nach dem Gletscher noch etwas Kletterei im zweiten oder dritten Grad vor sich hat, sollte sich vielleicht die ein oder andere Expressschlinge oder auch Friends mitnehmen. Je nachdem, wie eben die Gegebenheiten sind. Gleiches gilt aber natürlich auch für das Eis. Gibt es schwere Steileispassagen, muss man das Equipment hier natürlich auch wieder anpassen und ein paar Eisschrauben nachlegen. Deshalb reden wir heute erstmal über die Basisausstattung, die auf jeder Hochtour als Pflichtausrüstung mitgeführt werden sollte. Spezialfälle kommen dann ein andermal. Die Grundausstattung fängt erstmal bei den Schuhen an. Die Kategorie sollte hier C oder D sein, um Steigeisen solide befestigen zu können. Kategorie B sind für Korb vorn und hinten zwar geeignet, aber oftmals zu weich und flexibel, weshalb die Steigeisen verrutschen können. Deshalb sollte man solide Schuhe mit harter Kante für den Kipphebel hinten definitiv kriegen. Stabiler Halt in den Schuhen und auch in weiterer Folge in den Steigeisen ist damit garantiert. Und gehen wir damit auch gleich weiter zu den Steigeisen. Die habe ich hier schon mal in einem Video besprochen. Einfach mal beim i nachsehen. Hier natürlich darauf achten, dass die Steigeisen auch zu den Schuhen passen und der Anwendungszweck auch dementsprechend passt. Denn Steigeisen für das harte Eis oder das Eisklettern müssen anders aussehen als Steigeisen für dicke, weiche Schneeauflagen im Frühling beispielsweise. Weiter geht's mit den Pickeln. Auch zum Thema Pickel habe ich schon mal ein Detailvideo gemacht, findet ihr auch oben. Kurz zusammengefasst sollte man aber sagen, dass der Pickel so aussehen sollte, wie man ihn auch letztlich wirklich braucht. Die entsprechende Länge und eine Schaftbiegung oder eben keine sollte man also beachten. Den Pickel brauchen wir in Notsituationen, bei Rettungsaktionen oder auch zum Klettern im vereisten Gelände. Deshalb ist er natürlich auch Teil der Basisausstattung. Kommen wir zum Gurt. Hier kann für einen günstigen Einstieg auch auf einen Klettergurt zurückgegriffen werden. Wer das Geld hat, kann sich aber natürlich auch einen entsprechenden Hochtourengurt kaufen. Zu den Unterschieden auch wieder ein Video beim i. Grundsätzlich spricht einiges für einen Hochtourengurt, wenngleich er nicht absolut notwendig ist, um Hochtouren sicher bestreiten zu können. Bei Karabinern starten wir erstmal mit einem Balllock oder einem anderweitigen Drei-Wege-Karabiner. Der kommt dann in den Anseilring fürs Seil. Dann brauchen wir noch zwei Schraubkarabiner, am besten sind hier HMS-Karabiner in Birnenform. Außerdem brauchen wir noch zwei baugleiche Schnappkarabiner. Die kann man sich auch aus einer Expresse aushängen, wenn man Expressschlingen zu Hause hat und die nicht brauchen kann. Diese ganze technische Ausrüstung brauchen wir aber im Prinzip nur für das Gehen am Seil, also brauchen wir auch definitiv ein Seil. Das kann ein Einfachseil sein, wie ich es in diesem Video hier schon mal erklärt habe, aber auch Halbseile sind dafür geeignet, wenngleich man mit ihnen dann natürlich nicht im Einfachstrang im Vorstieg klettern kann. Das Wichtigste für den Gletscher ist jedenfalls der höchste Standard als Imprägnierung. Auch Rebschnüre, also dünne, sehr reißfeste Schnüre, sind ein wichtiger Begleiter, um Umlenkungen und Co. für Rettungsaktionen zu basteln. Deshalb sollten hier in der Stärke 6 mm zumindest zwei Stück mitgeführt werden, jeweils ungefähr 3 bis 4 Meter lang. Die dürfen ebenfalls nicht fehlen. Dann kommt noch eine Bandschlinge mit an den Rucksack, die ebenfalls für Rettungsaktionen sehr wertvoll ist und deshalb keine Option, sondern in 120 mm Ausführung eine Pflicht ist. Außerdem kommt noch eine Eisschraube für vereistes Gelände dazu und natürlich ein solider Steinschlaghelm. Wer sich schon mal mit Sicherheitsausrüstung auf Hochtouren beschäftigt hat, wird sich sicherlich auch schon mal mit diesen zwei Teilen beschäftigt haben. Mikrotraktion und T-Block. Das sind einmal eine Seilklemme mit und einmal ohne Seilrolle, was viele Schritte bei der Rettung vereinfacht. Absolute Pflicht sind diese zwei Kandidaten aber nicht. Doch auch hierzu gibt es schon ein sehr ausführliches Video am Kanal. Nun kommen wir noch zu einer etwas großen philosophischen Frage, die ich persönlich aber sehr wichtig finde. Packe ich alles einzeln ein oder alles gleich an den Gurt? Der Vorteil der Ausrüstung direkt am Gurt ist natürlich, dass ich nicht mehr alles aus dem Rucksack kramen muss und auch so keine wichtigen Dinge im Rucksack vergessen kann. Außerdem muss ich nichts mehr sortieren und anlegen, was alles zusammen nämlich echt eine Weile dauern kann. Der Nachteil liegt auf der Hand.
Erstmal ist es teilweise sehr mühsam, einen schweren Gurt mit viel Zeug dran anzuziehen. Das ist ohne Material dran schon deutlich einfacher. Außerdem braucht der fertige Gurt mit sämtlicher Ausrüstung mehr Platz, als wenn alles schön eingeschlichtet ist. Dafür erkennt man letztere Kandidaten immer daran, dass sie bei gleichgestelltem Wecker trotzdem eine halbe Stunde später aus der Hütte kommen, was natürlich auch das Zeitmanagement beeinflussen kann, wenn es um knapp bemessene Touren geht. Aber viel mehr ist es natürlich eigentlich nur eine persönliche Frage. In diesem Sinne ist die Zusammenfassung der Packliste abgeschlossen. Ihr seht, so viel ist es eigentlich gar nicht, was man mehr mitbraucht als auf klassische Bergtouren, wobei die Ausrüstung in erster Linie ins Gewicht fällt, weshalb ein solides Rucksacktraining mit schwerem Gepäck vielleicht auch nicht schaden kann. Setzt euch gerne nochmal mit den bereits erschienenen Videos zu ein paar Ausrüstungsgegenständen auseinander und abonniert den Kanal, wenn das Hochtourenthema bei euch ganz hoch im Kurs steht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das Projekt Alpenakademie aus freien Stücken heraus unterstützen möchtet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!